Okay, jetzt komm, stellen wir uns einfach jetzt hier hin, bitte. Okay, los. Komm, ich töte. Jetzt kommt doch! Ja. Bis wir mal anfangen, ist echt schlimm. Ach, scheiße, oh. Jetzt, wohin läufst du? Ich bin nicht gut im FF-Fotos, da musst du wissen. Egal. Nee, ich mache also von vorne. Jetzt, ey, guck mal, ich esse. Nein, ich esse aus! Halt's Maul! Halt's Maul, da kommt noch ein Zombie vor dir. Ach, jetzt bitte. Okay, los. Die Zombies ziehen uns an. Psch. Wir ziehen die Zombies an. Moin Leute, und seid herzlich willkommen. Das hast du jetzt nicht wirklich. Moin Leute. Moin Leute und seid herzlich willkommen zur weiteren Folge von Minecraft Hexit heute, wie ihr hier sehen könnt, mit einem Gast und mit dabei ist Gerwurf. Hallo! Hi! Es ist nicht schlimm, wenn ihr diesen Typen nicht kennt. Man kennt ihn eigentlich nicht, er macht nicht mal YouTube. Oha. Ja. Wir sind in der letzten Folge hier stehen geblieben, zwischen all diesen Battletowern. Gerwurf hat sich bei uns so ein bisschen bequem gemacht und hat einige Items geholt. Und wir würden sagen, das hier sind nicht die ganz normalen Battle Tower. Wir fangen einfach direkt an. Das war jetzt komplett komischer Satzbau. Das ist wahrscheinlich nicht meine Spitzhacke, oder? Ja, ich geh schon mal hoch, ne? Okay, mach das. Ich war auch noch nie in so einem Battle Tower. Ich weiß also nicht, was mich hier erwartet. Wisst ihr was? Hier kann man richtig geil Looting, Farming betreiben. EP Farm. Oh. War was in der Kiste drin, ne? Oder war die bei Schaufel? Da, hier ist so ein OP-Mob. Ich hab den OP-Mob einfach one-hitted. Ach Gott. Also nicht OP, sondern Rare Mob, also, ja, ich weiß. Nochmal danke für diesen Tipp. Diese Schwerter sind echt richtig nice. Danke. Und die Person, die mich jetzt gerade gehittet hat. Naja, es hat nur einer ein Feuerschwert. Nein, ich hab auch. Aber ich hab dich wahrscheinlich hier selten selber gehittet. Warte mal, ich hab glaube ich noch ein besseres Schwert für dich. Das müsste hier drin sein, ja. Komm mal her, Gerwurf. Oh. Gerwurf? Komm mal. Komm. Bist du? Ja. Ja. Das hat Sharpness 4 und Fire Spec drauf. Danke. Alter, ich liebe diese Schwerter. Danke an den Typen, der das in die Kommentare geschrieben hat. Ich liebe dich auch. Also nächstes Jahr Heirat, würde ich mal sagen. Also was erwartet uns in der obersten Ebene? Bisher noch nicht so viel. Oh. Drei Kisten. Also beziehungsweise eine Doppel. Ein bisschen Eisen, okay. Was ist das für ein schlechter Loot, ganz ehrlich. Wir sollten die normalen Battle Tower machen, oder? Ich flieg einfach mal kurz hier auf den anderen. Ja, ich flieg auch kurz rüber. Nee, ja. Auch nur Scheiße. Außer Sand und Äpfel und Stings vielleicht. Pfeile. Ja, ich muss einfach rüber laufen. Nein, du kannst kurz warten, weil der Loot ist echt nicht wert, hier seine Zeit dafür zu verschwenden. Ja, ich denk, also, wir brauchen einen wirklichen Battle Tower mal wieder. Ich schau mal auf der Karte. Wo könnte es einen richtigen geben? Ich finde gerade echt keinen. Wo wir vielleicht auch noch drin waren. Wir waren noch nie in diesem Dorf oder in diesem Tower da hinten drin. Also links von dieser Festung, oder? Du meinst rechts davon, oder? Ja, rechts meine ich. Ja, dann gehen wir einfach mal dahin. Gerwurf, komm mit. Komm mal her, Gerwurf. Komm mal her, hier. Da. Ja, nein. Du musst rechts damit drücken und immer so nachdem der Schwung ist, erneut drücken. Okay. Und der Schwung so vorbei ist. Wir fliegen in die Richtung hier oben. Oh, hier sind Chocobos! Chocobos! Nice! Töten? Nein. Ich überlege gerade, was wir machen, aber ich denke, wir lassen jetzt einfach erstmal hier, oder? Und möglichst Spaß haben. Das ist richtig geil einfach mit den Teilen, weil du einfach. Ja, wir müssen trotzdem so Spaß haben. Hier sind noch mehr Chocobos. Guck mal, hier ist ein Goldener. Wow! Ist kein Goldener. Wir können uns dann ja mal Chocobos sammeln. Sind beides Yellows. Können wir die halt. Dann können wir die. Ja, stimmt. Dann können wir die. Dann können wir mit denen fliegen. Ja. Also nur die Goldenen können fliegen übrigens. Ich möchte doch euch sehen können, oder? Auf der Karte. Nein, auf der Map nicht, aber wir sind rechts von dieser viereckigen Festung da. Okay, mein komischer Stab ist kaputt. Was? Das ist kaputt. Weißt du, wir fliegen damit einfach jetzt schon seit anderthalb Folgen damit rum. Du
nach 3 Minuten Aufnahme weg. Alles klar. Diese Teile sind zwar nur super wertvoll, kosten richtig viel, aber ansonsten. 305. Er stört die Aufnahme. Bitte verlassen Sie diesen Channel. Warte, ich muss noch kurz was sagen. Deabonniert TDEX HD, deabonniert Gerboff. Und das nächste Mal gebe ich euch noch einen Tipp, geht in den Aufnahme-Channel 2. Der ist nicht umsonst da, also das ist, hat auch so einen Grund. Man kann nur zu zweit in diese Scherzzone rein. Aber es, Alex kann alles, weil Alex kann moven. Und weil ich ja jetzt schon drinnen bin in der Aufnahme, abonniert alle diesen Kanal hier. Ja, Sidex muss jetzt hinterher gehen, damit man sieht, ne? Das wird natürlich alles rausgeschnitten. Alles wird rausgeschnitten. Ich schneide euch gleich raus. Nein, okay, dann bleib ich jetzt so lange. Ich bleib so lange. Wenn du das rausschneidest, nee, jetzt bleib ich. Ja, ich okay, warte. Gehen, aber ich hab nichts vor. Warte, dann mach ich das. Ich schau mal ganz kurz. Ich nehme mein Teamspeak auf. So, hier könnt ihr es sehen. Hier in dem Channel, hier seht ihr die URL. Wenn ihr jetzt bereit seid, darauf zu drücken, dann habt ihr euch ein Eis verdient. Gut. Genau. Aber du schneidest es nicht raus, also ich bleib jetzt nein, hier. Ich schneide das nicht raus. Nein, bitte vielleicht. Vielleicht wirst du ja auch mein Gast sein, warte. Das müssen wir schauen. Ich gebe euch einen Tipp. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. You were moved. So, jetzt sind wir alle im Aufnahme-Channel. Das war auf jeden Fall toll, würde ich sagen, nach dieser kleinen Deabonniert alle, Jan. Ja, genau. Wir fliegen jetzt erstmal nach... Ah, oh Gott, Gerwolf hat ja keinen Stick mehr. Ja. Warte, wir gehen jetzt einfach unten rein. Ja, okay? Nimm diesen. Ich gebe dir mit Absicht den gedamaged, nicht, dass du noch irgendwas anstellst. Okay, gehen wir nach oben. Nach oben? Ja. Oh, hier spawnen übrigens solche Walker. Oh. Solche OP-Walker. Was heißt OP-Walker? Die halten... What the fuck, wie viele halten die aus? Oh. Aber ich glaube... Das ist zu... Alles klar. Denkt an euren Stick, wenn es irgendwie kritisch werden soll. Kritisch. Okay, ich frage jetzt mal nicht, was das für ein Geräusch war. Aber die droppen echt nice Loot. Wir fangen halt sozusagen eher in der Boss-Ebene an. Hä, man macht einfach überhaupt keinen Schaden. Ja, hallo, ich habe ein Sharpness 5 Fire Spec 2 Schwert. Warum mache ich den jetzt? Hallo, ich bin fast tot. Ja. Wir machen gar keinen Schaden, ich bin fast tot. Also ich bin noch voll. Aber ich meine, ja, wir machen an denen kaum Schaden. Dankeschön. Ja, ja. Tegel, dass du mich halt gleich mal untergeschlagen hast. Also oder es war ein anderer Mobs. Leute, hier ist so einer mit so einem Riesenteil. Der gefällt er sich? Was? Einer mit einem Riesenteil? Okay. LOL! Ich sehe auch das Riesenteil. Übrigens, habt ihr schon mitbekommen, aus unserer Sicht. Aus unserer Sicht fängt morgen der 30-Tage-Livestream an von Unge. Na. Habt ihr das schon mitbekommen? Das wird jetzt stressig, wieder hierher zu kommen ohne alles. Alter. Oh. Bist du eigentlich gestorben? Ich bin da drunter gefallen. Irgendein Mob hat mich runtergeschubst. Okay, aber ich muss sagen, ich bin eigentlich auch ziemlich low life. Wie sieht's bei dir aus? Ich hab noch über die Hälfte meiner Herzen jetzt. Als ob der gerade. Der hat einen Kollegen umgebracht! Good job. Aber man bekommt echt wenig von diesem Hexical-Essenz, das ist echt schade. Oh, hier ist ein Defender. Ich hau hier erstmal meinen ganzen Körper raus. Okay. Warum macht denn hier so wenig Schaden? Ich glaub's ja nicht. Ich glaube, es hackt. Bin jetzt wieder ungefähr bei dem. So. Ja, muss halt wissen, wo du gestorben bist. Also eine Sache war jetzt eh nicht so wichtig, dass ich da jetzt unbedingt die holen müsste. So, hier ist ein Glow and komisches Brot und Essen und den Rest brauchen wir nicht. Gut. Äpfel können wir vielleicht gebrauchen, dann können wir uns Goldäpfel machen, aber sonst brauchen wir gar nichts. Gehen wir eben nur nach unten. Aber ich hatte diesen Tower noch ziemlich gut in Erinnerung. Ich glaube, es gab hier echt keinen so. Lass mal Ping-Pong! Extreme. Ja, Ping-Pong! Ja, Spaß. Und ein Revolver, ich habe einen Revolver. Ey, den wollte ich haben. Tja, ich mache halt hier die Aufnahme. Oh Mann, aber bitte Sidex. Du darfst ihn vielleicht auch mal anfassen.
Was? Ich will ihn auch mal anfassen. Warum wollen alle meinen Revolver anfassen? Okay, diese Folge ist auf höchstem Niveau, wie man so schön zu sagen pflegt. Erstmal klicken. Achso, die Folge war echt beste sagen, Folge bis jetzt. Danke, ja. Sarex. Den einzigen Schaden, den ich hier bekomme, das ist dein Schwert. Ja. Ich spüre mein Schwert. Ja. Ich hätte so viele Namen für diese Folge, ich muss mich noch für einen Namen entscheiden. Zum einen haben wir unseren ersten Gast, zum anderen wurden wir von Young gestört, Schleichwerbung im Video, Fragezeichen. Dann denkt mir die ganze Zeit... Und... Nein, es wird natürlich nicht rausgecuttet. Ja, ich hab dich nicht geschlagen. War's nicht. Oh shit. Welche Cordies sind das? 330 und 500 ungefähr. Der Loot ist echt. Soll ich nicht mal kurz so hier mein Backpack schön wieder auffüllen? Ey, ich hau oh, das stimmt, das muss ich auch. Raus, ja, Doppel-W. Achtung, da kommen gleich ein paar Gegner. Ein paar. Egal, ist mir egal. Oh, ich hab wieder eine. Keine Hexical Essence, sondern eine Electric Essence. Nee. Doch, Electric Essence bekommen. Das heißt, wir können uns neue Flugstäbe machen. Nice, oder? Oh, und One-Hit. Also so normale Skelette, die wollen natürlich schon mittlerweile. Ja. Sidex, kannst du mal runterfliegen? Ja, wahrscheinlich. Kannst du mal runterfliegen? Kannst du mal runterfliegen? Ich laufe weiter im Kreis hier rum. Wir müssen mal eigentlich, komm mal zu mir, ich baue mich mal die Etage nach unten. Ich stehe direkt vor der Burg. Wir haben nämlich die volle Umrundung gemacht. Ich habe hier gerade nochmal so einen ganz guten Raum. Ich bin jetzt trotzdem einfach schon mal eine Etage nach unten gegangen, ne? Bisschen. Ich nehme auch das Equipment mit, weil ich denke mal, Gerber braucht hier neue Sachen. Ich töte jetzt einen Enderman. Also wir kümmern uns echt gut um Gerdex, habe ich so das Gefühl. Ja. Gerdex. Also, habe ich jetzt wirklich cool, Gerdex oder? Gesagt? Ja, hast du. Einmal, ja. Ich hab einen Speer. Ich bin direkt vor der Burg, ne? Ich hab einen Speer. Ich stehe direkt vor der Burg. Vor dem Dorf. So gehittet, mich juckt's nicht. Zwischen dem Dorf und dem Berg. Okay. Warte, ja, die Folge. Wo bist du? Vor der Burg. Ich bin hier. Ich bin in der Mitte so. Weißt, ich bin ich immer noch bei diesen Umdrehungen. Ja, also ich sehe, wie er Schaden macht, aber ich sehe euch nicht. Ah, da bist du. Wir kommen einfach von den entgegengesetzten Zeiten gerade. War gerade schon in der Mitte. Wir rasieren hier, bitte. Oh, da sind noch ein paar Zimmer, da sind auch meistens ganz gute Equipment-Teile drin. Ich gerade, wer Schaden macht. Brauche ich nicht. Ich weiß, ich lasse dich kämpfen und loote selber einfach alles. Oh. Ja, genau. Richtig so. Natürlich jetzt ein Schwein. Absolut richtig so. Also auf jeden Fall ist es sehr gut überlegt mit uns mit dem Gas. Wir lassen einfach sterben und helfen nicht. So, ja, auf jeden Fall. Besten. Und ja, kannst du jetzt mal vor die Burg kommen? Ja, das machen wir dann noch. Also ich weiß nicht, ich würde sagen, wir hören eigentlich dieses Dungeon an der Stelle auf, oder? Wollen wir es aufhören? Weiß ich nicht, warum? Und in nächster Folge ist der Mitteltower dran. Welcher Mitteltower? Achso. Ja, ich glaube, im Keller gab es noch ein ganz geiles Secret. Wir können uns auf jeden Fall da mal anschauen. Also. Ja, guck mal, so viel Redstone. Also in der Folge musst du eigentlich so viel schneiden, ne? Dass es nur noch aus Intro und Abmoderation. Nein, ich glaube, ich werde eigentlich gar nicht cutten. Ich fand's eigentlich recht nice so. Ja, das ist die beste Folge, Mann. Nein, ins Skelett. Ja, warum nicht? Nein. Weißt, ich schaue gerade einfach nur auf meinen kleinen Aufnahmebildschirm in OBS. Ich schaue gar nicht mehr auf meinen Hauptbildschirm. Ich weiß echt nicht warum. Oh. Aber ich bin mir so gewohnt, auf meinen rechten Bildschirm zu schauen. Ich nehme jetzt halt neuerdings auf den linken auf. Ja, das sind die Problems of New Society, sag ich doch mal. Also, shit, hier ist ein Zaubertisch. Soll ich den mitnehmen? Kann man ja auch irgendwie reinkommen? Ja, kann man ganz gut durchbauen. Also gut. Wollen wir den Glowstone mitnehmen? Nö. Also. Hier drunter ist was. Ich soweit. Ich, ist was. Ja gut, jetzt bitte, ich möchte gerne meine Folge beenden. Dann lasst ihr mit mir. Ihr lasst.
Ich lasse nicht weder meine Folge beginnen noch meine Abmoderation machen. Ach ja, mit euch ist es echt stressig. Also das war die Folge mit dem ersten okay. Gast. Wir haben ihn echt super integriert. Ja, auf jeden Fall. Das muss man schon soweit uns gut heißen. Also es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Naja, es ist bei Dungeons halt immer ein bisschen schwierig bei so großen. Vor allem wenn ihr ein schlechtes Equipment habt, das werden wir auf jeden Fall nochmal besser planen beim nächsten Mal. So dass der auch voll Dia bekommt und gute Sachen. Naja, vielleicht ist ja Gerber mal wieder irgendwann dabei. Hoffen tut man es natürlich nicht. Spaß. So, also wie die Folge heute gelaufen ist, also da, ich komme nie wieder. Nee, du kommst nie wieder, okay. Nee, du hast keine Lust mehr. Gut, wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürft ihr sehr, sehr gerne eine Bewertung da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ja. Tschüss. Ja. Aber ihr müsst, also tschüss. Ihr müsst eine positive Bewertung da lassen und dazu zwinge ich euch. Natürlich. Wenn ihr das nicht tut, dann endet ihr so wie das Skelett dahin. Side-X, was passiert, wenn ich diesen Knopf hier drücke? Nein. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge.